Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Mycorrhiza TV zu einer weiteren Folge von Planet Zoo mit mir, dem Heiko. Ja, letzte Folge haben wir das Grizzlybär-Gehege gebaut. Und ja, diese Folge schauen wir mal, was wir machen. Erstmal lassen wir mal wieder die Zeit laufen und gucken mal, was wir denn hier so für Probleme haben. So Flusspferde, hungrig. Weil, keine Ahnung. Haben wir dafür überhaupt einen Bereich? Eigentlich schon, ne? Habe ich doch erstellt. Dass wir da einen Tierpfleger haben. Der Stromquelle versagt. Techniker. Wasseraufbereitung. Techniker. Wasseraufbereitung. Techniker. So. Die alle versorgt. Dann gucken wir uns noch mal kurz unsere kleine Hütte hier an, ob die wieder ordentlich läuft. Ja, sie läuft wieder ordentlich. So wie sie laufen soll. Genau. Ja. Das sieht doch super aus hier. Alle abgesehen von einem Shop besetzt. Wobei der jetzt auch kommt. Zack. Alle besetzt. Ja. So. Okay, dann können wir mal gucken, was machen wir in dieser Folge. Wir könnten wieder ein Gehege bauen. Was bauen wir denn? Was haben wir denn noch so im Tierhandel im Handelszentrum? Was habe ich denn noch so? Zwei männliche Erdferkel? Ja, die beiden hier. Ja, komm, freilassen. Ich will dich freilassen. Danke. Nächsten. Dann lassen wir auch frei. Gibt dir trotzdem gut Punkte. Zwar nur halb so viele, wie der nächste handeln würde, aber. Wenn jemand sie haben will, dann wird der Saal freigelassen. Ja. Ja, dann haben wir fast alle Probleme. Nur noch die Flussherren sind hungrig, aber sonst haben wir alle Probleme gut im Griff aktuell. Ja, dann gucken wir mal Tierhandel. Wir haben jetzt. Versagt. Techniker ist unterwegs. So. Kaffernbüffel steht bald. Was? Nachwuchs. Kaffernbüffel ist gestorben. Der Arzt. So, ansonsten gucken wir jetzt mal mit Tieraufbewahrung. Wir hätten auch Wölfe. Ist eigentlich auch so keine schlechte Idee, mal Wölfe zu züchten. Oh, Okapis. Okapi oder Wolf? Mal kurz gucken, Zoopedia. Die Wölfe, weil sie wollen allein leben. Die auch, okay. Heißt, ich müsste sogar so ein neues Gehege bauen. Veterinärforschung. Ah. Okay. Das Weißschwanzgnu ist fertig. Aber der Grizzlybär noch nicht. Haha. Da muss noch einer ran. Ansonsten sind alle soweit durch. Dann könnte man jetzt nur auch beim Netzgiraffe ist hungrig, die Pfleger. Wie in der Afrika-Ecke. Ja, was. Wir könnten mal gucken, mal nach neuen Tieren, sagen wir es mal so. Dann wird mal diese Folge ein bisschen was anderes gemacht als die ganze Zeit nur Gehegebau. Oh, filtern wir jetzt mal beiden. Dann noch hier. So, ich will erstmal jede Tierart und dann will ich nämlich mal Gorillas wieder gucken. Die sind an sich gar nicht so teuer. Puh, okay, ich sag mal so. Wir haben mittlerweile 7300 von diesen Arterhaltungspunkten. Und die sind jetzt nicht so teuer, dass man sich nicht leisten könnte, ne? Sag ich mal so. Der ist vor allem relativ gut. Vor allem, wenn ich das so sehe, die werden ja anscheinend auch relativ alt. Nehmen wir den, glaube ich, mit. Und das Männchen dazu, mit 20 Jahren.
Fehlgeschlagen, super. Dem aus und dem. Ah, gut, da haben wir schon mal ein Weibchen vom westlichen Flachland Gorilla. Jetzt für den aus. Tausend, ey, boah. Liste aktualisieren, bitte. Billiger, ein billiges Weibchen, ein billiges Männchen. Ja, ist sogar fruchtbar. Ja, meiner. Ja. Boah, der hier 920, aber der wäre richtig gut. Ja, das lassen wir mal so. Netzgiraffe wird bald erwachsen. Oh. Was haben wir jetzt hier schon für Probleme überall, ey? Boah, Netzgiraffen, Flusspferde und Geparden. Super. Okay, da hätten wir auf jeden Fall schon mal die Gorillas. Und was haben wir hier? Warzenschwein ist auch durch erforscht. Die Gorillas wollen auf jeden Fall auch ein eigenes Gehege. Und da müssen wir wegen Klettersicherung aufpassen, weil die hauen wir sonst ab. Aber wir können noch mal weiter gucken. Was gibt es denn noch so für interessante Tiere? Was haben wir denn hier noch so? Trampeltier. Das wäre auch so eine Sache, ne? So ein Trampeltier. Wir sind sogar noch im relativ unteren Preissegment. Scheint auch relativ alt zu werden. Ah, nicht. Ah, ah. Wir wollen mal Alter. Erste Jungen. Ach du Schande. Sind die teilweise teuer? Oh komm, dich nehmen wir schon mal mit. So, da haben wir schon mal ein Männchen. Jetzt brauchen wir noch ein Weibchen. Sieht's bei dem aus? Ah, nicht fruchtbar. Hier? Genauso wenig fruchtbar. Auch nicht fruchtbar. Was ist denn das heute? Hier, komm, dann kommst du mit. So, haben wir Trampeltiere auch schon mal. Weil wir schaue ich mir mal kurz in Sopedia, ob die vielleicht jemanden mit im Gehege haben wollen. Nö. Gut. Die wollen auch keine Gesellschaft. Ständenzebra, den Nachwuchs. Ah, wieder ein kleines Zebra-Jungen. So. Wir könnten ja jetzt. Also, wir haben jetzt. Gorillas haben wir jetzt wieder dazu. Wir haben jetzt vier Tierarten, die wir im Zoo noch unterbringen können. Wir brauchen vier verschiedene Gehege dafür. So. Ja, das Geld läuft. Also, da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Was hätten wir denn noch so im Angebot hier? Elefant, Wildhund, nee. Bison haben wir. Tapir, Het hatten wir mal. Weißwildtiger haben wir. Bongo, Bonobo. Wir können ja mal gucken, was für Tiere wir brauchen. Leute, was dem Geld. Okay, der Elefant will alleine sein. Bison, der will den Gabelbock, für die haben wir aber schon. Bongo, Bongo. Was haben wir denn noch? Flusspferde, die wollen wahrscheinlich auch alleine sein, ne? Genau. Der Gabelbock will nur mit dem Bison zusammen. Der Gepard will natürlich alleine sein. Grizzly wäre auch alleine, genauso wie der Panda. Indischer Elefant wäre auch so eine Sache. Oder die ganzen Bären. Kata. Der will auf dem roten Wari, die haben wir auch schon. Der will alleine. Königszähne natürlich auch alleine. Leistenkrokodil, der will auch alleine. Die Netzgiraffe. Ja, da könnten wir sowas wie die Thompson-Gazelle hier reinpacken. Stimmt, die Thompson-Gazelle können wir uns mal anschaffen. So, den haben wir. Haben wir. Haben wir nicht. Haben wir. Haben wir. Haben wir und haben wir. Also es fehlt eigentlich nur die Thompson-Gazelle und die Rattenantilope vor dem Pack. Und gucken wir nach der Thompson-Gazelle. Die auch ein cooles Tier. Die Thompson-Gazelle. T. Ja, gut, ist nicht alphabetisch, oder? Was? T. Thompson-Gazelle da. Filter. Ah. Alter, natürlich gefiltert, ne? Hier, wie sieht's bei dir aus?
Jo, komm, du gehst doch gleich mit, ey. Boah. Kratz mal Hals heute, ey. So, du? Nee. Nö. Ach. Ich hätte ein bisschen weiter gucken sollen. Aber wir nehmen auch dich mit. Wir haben es ja. Oh, fehlgeschlagen, schade. Kann man die Liste aktualisieren. Nicht fruchtbar, so wirklich. Gleich bei dem. Hier haben wir jetzt was, ein paar zur Auswahl. Den. Den. Nehmen wir den mit. Aber. Ey, es ist so schwer, da kein Weibchen zu finden. Hier kommen Weibchen. Zeig dich. Der Filter, doch. Filter, doch. Danke. Die wäre gut fruchtbar. Die auch 1A, die nicht. Gut, nehmen wir den mit. Ja, da haben wir die zwei Thomson-Gazellen. Und die kommen dann bei den Netzgiraffen mit rein. Die Thomson-Gazellen. Wo haben wir die denn? Netzgiraffen, wo waren die nochmal? Das hier, glaube ich. Ja, das hier sind Netzgiraffen. Tierhandel. Es regt auch ein bisschen auf, dass die ganze Zeit nur regnet hier, ey. Oh, dann kriegen wir jetzt Thomson-Gazellen hier rein. So, Versand. Die anderen natürlich auch noch. Kommt auch damit rein. Und dann gucken wir gleich, wie es denn geht. Dann haben wir jetzt quasi zwei Savannengehege, so nach dem Motto, ne? Kämpfe inkorrekt. Gabelbock. Oh. Gabelböcke. Tier. Der Gabelbock, wo ist denn der? Wenn Zebras wahrscheinlich auch aussortiert werden, ne? Ja, wenn die beiden erwachsen werden, müssen wir aussortieren bei den Zebras. Hier. Ach du Schande, was hat ein Gabelbock angestellt? Hier, wer ist der ältere von beiden? 3. Der ist 2. Kommt der weg? Ja, so. So rum eher. Wie sieht es mit dem Galbock überhaupt aus? Also, ich meine, wir bekommen ja ohne Ende Kinder, ne? Weil der Galbock quasi seine komplette Mannschaft erschwängert. Wenn ich gerade so grad mal reingeguckt habe, ne? Hier der Galbock. Wo ist denn der? Hier. 1, 2, 3 Gabelböcke sind schwanger. Und da haben wir zuerst schon zwei Junge. Alter, das ist ja auch geil, ne? Boah, da müssen wir bald auch aussortieren. Und hier auch. Stemmt sie weiter Nachwuchs. Leicht überfordert gerade, so Forschung erstmal. Grizzlybär. Perfekt. Solange du da versagt. Techniker. Aber heißt, wie sortierst. Wir gucken mal eben den einhandeln, handeln wir dann mal eben kurz. Trampeltier, Galbock. Da. Handeln. Handeln. So, die sollten eigentlich. Der sollte eigentlich nicht lange bei den Genen drin bleiben. So. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal zum Abschluss der Folge auch noch. Was gehe ich nochmal? Beim. Ich wollte eigentlich nochmal zu. Ich habe irgendwie komplett mal zu verlaufen. Hier hinten. Ah. Okay, hab's wieder gefunden. Hier einmal. Alter, dieser Regen. Kann man auch Regen. Einmal kurz, aber wir haben es November. Also eigentlich normal. Wo wollen wir die Thomson erzählen? Oh, Wildschweine über Wildschweine. Hä, wo sind Thomson erzählen gelandet? Gar nicht drin, oder? Sind unterwegs. Wo sind die? Ja, wo sind die Thomson-Gazellen?
Hab sie hier mit reingepackt. Aber wo sind sie? Ach, da vorne läuft sie. Ist halt bloß so klein. Also Lebensqualität könnte, Futterbeschäftigung könnte mehr, okay. Ansonsten Gelände. Gras kurz müsste mehr. Dafür Gras lang weniger. Das kriegen wir auch noch schnell geändert. Gelände, Gras kurz. Passt doch schon. Das passt soweit. Jupp. Das ist halt so. Ansonsten bräuchte man an sich nur einen. Noch ein weiteres Weibchen von der Thompson-Gazelle. Aber gut. Da schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, denn diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auch gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und dann ja, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich mal ciao, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.